Herzlich willkommen zurück zu Transportfieber. Weiter geht's in Keil. Da brauchen wir noch die Güterrouten, damit die LKW alles ins Industriegebiet bringen. Na, schauen wir mal. Okay, das ist die bisherige Treibstofflinie. Na, die scheint da größtenteils alles abzudecken. Haltet einmal hier. Dann nehmen wir wieder. Und einmal hier oben. Also quasi das komplette Industriegebiet in, ja, im Radius. Aber trotzdem will ich ein little bit umplanen. Und zwar würde ich gern hier noch so Haltestellen machen. Was ist zu groß? Da lass mich doch keine bauen. Interessant. Das auch mal schon. Huch. Bauen wir da eins her. Und wir machen ein bisschen Vergrößerung in die Richtung. Schelle lang weit weg. Interessant. Dann tun wir mal nochmal kleiner. Ich denke, die 12 Meter werden eh lange. Hier hin. Mal schön, schon gerne Stoß bauen können. So. Okay, bei dem klappt es wunderbar. Dann lass uns die Linie kurz ändern. Die löschen wir raus und die. Und du halt dann nochmal. Hier hin. Ah, das ist halt die falsche Straße seit. Das müssen wir kurz ändern. Derzeit können wir es abreißen. Also hier. Jetzt muss ich kurz überlegen wieder. Hm.
Muss ich kurz überlegen. Da müssen wir es dann auch auf der anderen Seite bauen. Jetzt nicht. Okay. Okay, also geht er hier hin. Und eigentlich wieder zurück. Schicken wir aber auch alle heim, weil dann nehmen wir neue Fahrzeuge. Dann machen wir neu. Sobald es gespeichert hat, so jetzt. Das ist die LKW Keil Baumann. Da macht dieselbe Linie. Ja, ja. Ja, jetzt fahren sie nicht auf das im selben Terminal. Okay. Gut, vielleicht hat man das noch geändert. Keil Abzweig. 2. Ja, das sieht doch schön aus. Wunderbar. So, ich habe gesehen gehabt, dass der Bursch noch mit in the City. Achso, Fahrzeug hereinkommen. Lass mal kurz laufen. In der Zeit kann man ja schon mal das neue bauen. Das drehen wir. So. So, dann gehen wir auf Güter und dann nehmen wir uns mal die andere, die ich entdeckt habe. Der da. Und ich sehe den Tank, der da. Wieder nicht in Orange. Ich hoffe, da geht mir jetzt mal eine andere Farbe. Der nimmt Treibstoff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei Mats, das ist ja gut. Treibstoff. Komischerweise sind die alle blau, ne? Und immer wieder die Baumaterial. Die alle auf der Strecke. Schauen wir mal, ob da was
muss noch anlaufen. Gut, aber wir hätten jede Stadt mit LKW-Linie. Der Neuputz haben wir so gemacht. Da fahren sie schon. Ja, und die kriegen wir auch schon. Wunderbar. Ja, wenn wir die jetzt noch 3 Monate aufrechterhalten, also gut viel abholen, was wir ja im Endeffekt machen, gucken wir mal die den Güterdinger da. Ja. Der ist schon noch lange nicht voll, also da geht noch was. Ja, wie gesagt, das muss erstmal alles anlaufen und dann klappt die Sache. Ja, was wir jetzt noch machen können. Alter. Weil ihr seht, da haben wir einiges nachzuholen. Das ist mal auf langsam. Das Emo Aul. Die Tram. Da müssen wir auch komplett neu planen, weil ihr seht, die Strecke, die geht auf dem Bahnhof quer durch die Stadt. Ja, dreht da hin. Ja, und das war's. Und die City eigentlich ist hier schon etwas gewachsen. Deswegen könnte man sich mal da überlegen, irgendwie ich weiß nicht, eine zusätzliche Linie oder so. Na gut, wir tun es aber jetzt erstmal austauschen. Die macht auch plus gar nicht so verkehrt. Okay, nur Fahrzeugersatz. Das Ding löschen wir raus. 30, 48. Wir nehmen mal die. Ja. Okay, der macht Ersatz. Mit Buslinie müssen wir auch erneuern. Oh, ist das für Rundfahrt? Ah, stimmt, das ist ja am Hang durch die Stadt. Mein Lieber, die ist auch gut gewachsen, Herr. Ja, die macht da größtenteils Gewinn. Nehmen Passagiere und Citaro. Was heißt denn das? Ist der MAN da? Da hat 16, da hat er mal 21. Ja, nehmen wir den. Aber halt. In einem blau, hellblau. So, der ist zu Ende. Der ist also erneuert. Was sie neu putzt.
schauen wir mal. Ja, da müssen wir mal wieder eine neue Linie machen. So, Lisa hat sich auch alles erneuert. Kann man wieder ausmachen und schließen. Fahrzeugersatz. Gewinn macht er nicht gerade. Citaro. Du machst sofort Ersetzer, sobald gespeichert ist. Huch, jetzt habe ich es zugemacht. So. Metzweiler wäre das nächste. Auch nicht. Da können wir mal irgendwann überlegen, ob wir Straßenbahn fahren lassen oder irgendwie. Und ich bin mir sicher, dass die City gut wachsen wird. Und da fahren schon ein paar Busse. Teurer, ne? Ja. So, Neuputz sind alle aktualisiert. Dann weg. Eine Tramlinie. Schauen wir uns mal an. Okay, das ist also Rundfahrt. Ach, da müssen wir was machen. Ja, seht die Städte, da müssen wir eine komplett neue Route machen. Das ist. Wie sieht es mit dir aus? Ja, macht schon Gewinn. Wir hocken drin, 4. Na, 4 ist nicht viel. Warte mal, die kostet uns im Jahr 46, 70, 713. Ja, wir nehmen doch schon die ab. Auch wenn es eine miese macht im Endeffekt. So, Metzweiler ist aktualisiert. Schließen wir. Zug. Was heißt denn das? Oh, leck. Ach ja, das ist der Treibstoffgammeln. Wo ist denn der? Da ist er. Der hat 180 Kapazität. Und Fahrzeug 140, ne, mit dem Ding. Schauen wir mal. So, da. Ja, eigentlich kann man die Lok schon behalten. Weil ich mag die.
Buße. So, die Nimmer. So, Dreckschuftigen. Na gut, machen wir eh nur hier 120 oder gibt es eine schnellere? Stahl. Egal, die nimmer. 24. Stück hat er drauf. Lass mal ganz kurz gucken, die blaue sind die da, ne? Ach, die machen auch 160, ne? Aber nur 15. Na egal, wir nehmen die. Zitado. Bendo 4 5 6 7 9 10 wird dann 60 mehr mitnehmen, ne? Treibstoff. Und den lassen wir ersetzen. So, der Hiddenhausen ist auch durch. Lückenburg. Ach, Linie eigentlich schon Kohle macht. Normale Bus, ne? Dann machen wir raus. Und spendieren wir auch ein Citaro in Rot. Wenn das überhaupt macht. So, Treibstoff ist noch nicht durch. Mann, der Scheit. Ziemlich kleber. Macht 8 Kohle. Spendieren wir auch ein Citaro. Lübeck ist durch. Der Treibstoffdinger ist auch durch. Sorry, habe ich plötzlich niesen müssen. Okay, das ist unsere Hauptstrecke Ostpfalz. Ja, warte mal, ich muss den Zug mal kurz betrachten, was überhaupt fährt. Mensch, und so viel auf der Karte rumfahren, das ist schon. Da haben wir einen. Pausier mal. Okay, 160 nimmt mit, 176. Auf der ganzen Strecke ist eh viel zu wenig. Noch viel zu wenig Verkehr, sag ich mal. Na, der hat 4 Züge drauf. Okay, schauen wir mal.
160 mal 12 Passagiere. Die waren eigentlich gut. 6 Teile 180. Wie groß sind denn die Bahnhöfe? 240. Wow, das ist zu klein. Aber wenn wir noch so einer drum machen, so einen Vierteiler. 8 Little Bit zu klein. Wenn wir zwei Vierteiler machen. Halt mal 200. Das können wir eigentlich machen. Dann muss ich sofort ersetzen. Und wir machen an. Ja, da ist er. Schönes Ding. Na, kriegt das auch gut, was gut abgeliefert oder abtransportiert. Wunderbar. Okay, ihr Lieben. Wir machen dann das nächste Mal weiter. So, bis dahin wünsche ich euch was. Haut rein. Ciao.